Als erstes präsentiert der Magier eine Illusion, die im Fernsehen und in Live-Vorstellungen in aller Welt zu sehen ist. Hierzu braucht er mehrere Assistentinnen, denn diese magische Vorstellung muss sehr präzise durchgeführt werden. Hierbei ist volle Konzentration notwendig. Und jetzt ruft er seine Assistentin, die er bei diesem Trick verzaubern wird. Da ist sie schon. Die Spannung steigt. Die junge Dame klettert auf den Stuhl und legt sich dann auf das Brett, das auf zwei weiteren Stühlen ruht. Noch eine Mitarbeiterin betritt die Bühne, aber nur, um den ersten Stuhl fortzuschaffen. Der Magier versetzt die Frau in Trance. Die beiden anderen Assistentinnen wickeln sie in das Tuch, das über dem Brett hängt. Gute Nacht. Das wird für sie ein ruhiger Trick. Unter dem Brett ist ein kleines Podest, auf dem der Magier steht, damit man ihn bei seiner Zauberei besser sehen kann. Er konzentriert sich und die Frau schwebt nach oben. Die Assistentinnen nehmen die beiden Stühle fort, auf deren Lehnen das Brett vorher lag. Die Frau schwebt jetzt frei in der Luft und sie steigt immer noch höher. Der Magier winkt und bekommt einen Metallreifen auf die Bühne gebracht. Der Maskenmann lässt die Frau durch diesen Reifen schweben und beweist so, dass es absolut keine Fäden oder irgendwelche Stützen gibt. Sie schwebt tatsächlich nur von der Kraft der Magie getragen in der Luft. Das ist wahre Zauberei. Zum Beweis führt der Magier den Ring ein zweites Mal um die Frau und reicht ihn dann seiner Assistentin zurück. Der Magier lässt die Frau langsam zurück nach unten schweben. Wirklich erstaunlich. Mit Hilfe von Trance und Magie hat er die Schwerkraft besiegt. Die beiden Assistentinnen bringen die Stühle zurück. Sie schieben sie rechtzeitig unter das Brett, bevor es bis ganz auf den Boden sinken kann. Das Tuch wird wieder fallen gelassen und die Frau erwacht aus ihrem freischwebenden Schlummer. Eine großartige, aber auch klassische Illusion. Doch wer den Magier mit der Maske kennt, weiß, dass noch mehr dahinter steckt. Aber was? Zu Beginn des Tricks liegt das Brett auf den Lehnen der beiden Holzstühle. Die Assistentin legt sich hin und wird in das Tuch gehüllt. Dieses Tuch verbirgt das erste Geheimnis. Hinter dem Tuch ist nämlich der Mechanismus versteckt, der das Brett in Wirklichkeit trägt. Die Stühle dienen nur der Show. Ohne das Tuch sieht man die Stütze, die das Brett und die Frau in der Schwebe hält. Wenn der Magier hinter sie auf das Podest tritt, verdeckt er den Mechanismus mit seinem Körper. Die Maschinerie ist vor den Blicken der Zuschauer verborgen. Doch wie lässt er sie höher steigen? Das nächste Geheimnis verbirgt sich in dem Podest. Hier ist ein kleiner Elektromotor installiert, der eine hydraulische Pumpe antreibt. Und die ist stark genug, die Frau anzuheben. Der Metallfuß, der das Brett trägt, ist an dieser Hydraulik befestigt und kann stufenlos nach oben oder unten gefahren werden. Das nächste Geheimnis steckt im Teppich des Podestes. Hier sind zwei Fußschalter versteckt. Wenn der Magier die Frau nach einigen beschwörenden Gesten schweben lassen will, schaltet er einfach mit dem Fußschalter den Elektromotor an. Der eine Schalter lässt die Assistentin steigen, der andere ist für sanftes Absinken zuständig. Doch wenn das Brett mit diesem Mechanismus verbunden ist, wie kann der Magier die Frau dann durch den Metallreifen schweben lassen? Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Der Trick liegt in der Form der Halterung des Brettes. Das Brett ist mit dieser S-förmigen Metallkonstruktion an der Hydraulik befestigt. Zunächst führt der Magier den Reifen im Bogen der S-Kurve bis zum Ende des Brettes. Er hält kurz inne und lässt in der zweiten Runde den Teil des Reifens, der in dem S gefangen war, um die andere Seite herumgleiten. Nach diesen Bewegungen ist der Ring wieder frei und man hat den Eindruck, er habe die Frau einmal ganz umrundet. Es bedarf also nur einer genauen Choreografie, um sich im Irrgarten der Halterung zurechtzufinden. Und alles sieht wunderbar leicht und echt aus. Da das Publikum irgendwelche Fäden oder Drähte vermutet, ist es nach der Demonstration mit dem Reifen überzeugt, dass die Dame tatsächlich schwebt.
Zumindest fallen die Zuschauer darauf rein. Der Magier betätigt den zweiten Schalter und die Dame wird hydraulisch nach unten in die Ausgangsposition zurückgefahren. Die Stühle kommen wieder unter das Brett und die Illusion ist perfekt. Es sei denn, man kennt das Geheimnis. Für den nächsten Trick braucht der Magier diesen riesigen Glaszylinder. Der sieht allerdings eher aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Aber erst einmal geht es um die Fakten. Der Zylinder hat eine Tür, doch ansonsten ist er leer. Seine Wände sind aus durchsichtigem Glas. Der Magier schließt die Tür und zunächst geschieht nichts. Er macht ein paar beschwörende Gesten und plötzlich füllt sich der Zylinder mit Rauch. Hoffentlich ist das kein Zigarettenrauch, denn der ist ja gefährlich. Was für eine Erscheinung! Rauchen soll zwar gesundheitsschädlich sein, aber diese junge Dame sieht sehr gesund aus. Doch wie ist sie in den Zylinder gekommen? Wenn der Rauch sich ein bisschen lichtet, sieht man, innen ist wirklich gar nichts. Und auch dahinter ist nichts. Eine große leere Röhre. Der Magier schließt die Tür ein zweites Mal. Wieder die beschwörenden Gesten. Wieder Rauch in der Höllenmaschine. Der Rauch wird stärker. Endlich öffnet der Magier die Tür und findet schon wieder eine junge Frau in dem Zylinder. Da scheint irgendwo ein Nest zu sein. Ist das nicht ein schönes Bild? Ein Arbeitgeber und seine zufriedenen Angestellten. Aber wie hat der Meister das gemacht? Und wie können gleich zwei junge Damen in diesem schmalen, raucherfüllten Glaszylinder erscheinen? Hier die gar nicht so magische Lösung. Zu Beginn zeigt der Maskenmann dem Publikum, dass der Zylinder leer ist. Doch hinter dem Zylinder steht eine Leiter mit einem schwarzen Vorhang. Ein großes schwarzes Tuch hinter einem Gerät für Zauberkunststücke sollte einen immer gleich misstrauisch machen. Von vorne sieht es aus, als könnte man durch den Zylinder hindurch auf das schwarze Tuch schauen. Doch wenn man genauer hinsieht, entdeckt man ein schwarzes Rollo, das den Zylinder in zwei Hälften teilt. Mit dem schwarzen Tuch im Hintergrund ist dieses Rollo unmöglich zu erkennen. Hinter dem Rollo steht die erste Assistentin. Wenn der Magier dem Publikum den leeren Zylinder vorführt, geht er nicht hinter das Rollo. Dann beschwört er den Rauch, indem er einem Bühnenarbeiter ein Zeichen gibt, eine Nebelmaschine einzuschalten. In wenigen Sekunden ist der Zylinder eingenebelt. Sobald der Rauch dicht genug ist, lässt die Assistentin das Rollo einrollen und ist wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ohne den Rauch sieht man, wie das Rollo hochfährt und der jungen Dame den Weg freimacht. Wenn sie den Zylinder verlassen hat, kann der Magier in der Röhre herumspazieren, denn jetzt ist sie ja wirklich leer. Doch wo kommt die zweite Assistentin her? In diesem Fall liegt die Lösung im Sockel der Glasröhre, der um einiges tiefer ist, als es scheint. In dem Boden gibt es ein Versteck, in das die zweite Assistentin gerade so reinpasst. Schon vor Beginn der Vorführung versteckt sie sich unter dem falschen Fußboden des Glaszylinders. Um nicht auf sie zu treten, muss ihre Kollegin darauf achten, nur auf dem äußeren Rahmen zu stehen. Wenn die Röhre zum zweiten Mal voller Rauch ist, klettert die Frau schnell aus dem Sockel. Damit sie dabei nicht gesehen wird, gibt es bei der zweiten Runde besonders viel Nebel. Trotzdem sieht man hier, wie sie aufsteht. Ohne Rauch ist ihre Aktion natürlich viel einfacher zu beobachten. Jetzt muss sie sich nur noch raushelfen lassen und tief einatmen. Und den Applaus entgegennehmen natürlich. Zur Abwechslung gab es dieses Mal also Rauch, aber dafür keine Spiegel.